Hi, in dieser Woche setzen wir uns mit den Bildungsplänen hier in Baden-Württemberg auseinander, denn die sind letzten Endes der Fahrplan für eure Unterrichtsgestaltung im Schuldienst. 2016 wurde der Bildungsplan hier das letzte Mal aktualisiert und damals neu waren 6 sogenannte Leitperspektiven. Die Leitperspektiven beschreiben jeweils Themenbereiche, die in allen Fächern, in allen Klassenstufen tangiert werden und aber jetzt dieses Mal eben auch explizit bearbeitet werden sollen. Und das sind in den Bildungsplänen überall Anknüpfungspunkte dazu definiert. Diese Leitperspektiven sind Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, die Prävention und Gesundheitsförderung, berufliche Orientierung, Verbraucherbildung und, wer hätte es gedacht, Medienbildung. Und genau damit wollen wir uns befassen. Denn in meiner Zeit am Zentrum für mediales Lernen des KIT haben wir gemeinsam mit dem Kultusministerium in Baden-Württemberg einen Online-Kurs erstellt, in dem diese Leitperspektiven, als sie noch neu waren, allen Lehrkräften im Land einmal erläutert wurden. Und in diesem Online-Kurs gibt es ein Modul zu dem Thema der Leitperspektive Medienbildung, das ihr bitte einmal durchlaufen sollt. Denn darin wird euch einmal gezeigt, was es mit der Leitperspektive genau auf sich hat. Und es werden aber auch insbesondere die Unterstützungsstrukturen für Lehrerinnen und Lehrer hier in Baden-Württemberg genannt und aufgezeigt. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann, zu wissen, bevor man schon in den Schuldienst geht. Denn ihr seid als Lehrer oder Lehrerin alles, nur nicht eins, Einzelkämpfer. Und es ist sicherlich sinnvoll, sich da auf ein Netzwerk von professionellen Mediendidaktikern und Mediendidaktikerinnen zu berufen oder Medienberatern, Multimedia-BeraterInnen, die euch das Land Baden-Württemberg zur Seite stellt und den Schulen zur Seite stellt. Und genau diese Leitperspektive Medienbildung bietet doch einen ganz guten Überblick darüber, was passiert oder was kann man mit digitalen Medien im Unterricht alles gestalten. Und besonders aufschlussreich fand ich zum Beispiel auch den Teil, in dem erläutert wird, wie Medienbildung ohne digitale Endgeräte stattfinden kann. Denn auch das ist möglich. Man muss vielleicht hier und da mal um eine Ecke denken, aber dann fallen einem bestimmt tolle Beispiele ein. Und genau das soll eure Aufgabe sein. Schaut euch diesen Online-Kurs, also diesen Teil des Online-Kurses über die Leitperspektive Medienbildung in unseren Bildungsplänen an und schaut vielleicht auch mal darüber hinaus in den Bildungsplan für eure Fächerkombination, an welchen Stellen Anknüpfungspunkte zu dieser Leitperspektive Medienbildung genannt sind. Und genau darüber werden wir dann im nächsten Mal, wenn wir uns sehen, sprechen. Hier im Video sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.